Ja, herzlich willkommen zu diesem Digitalk, der diesmal wieder in den EPMUG Focus integriert ist, also in unseren aktuellen Massive Open Online Course für die Erwachsenenbildung. Ich bin Karin Kulmer von Conedo. Ich bin heute für die Moderation zuständig und der EPMUG Focus und auch die Digitalks im Rahmen von Erwachsenenbildung.at sind gefördert vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und an dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Vielen Dank auch an meine Kolleginnen Birgit Aschemann und Martina Linzberger, die heute für Hosting und Support zuständig sind. Und an dieser Stelle auch noch einen kleinen Hinweis. Bitte beachten Sie, dass dieser Talk aufgezeichnet und veröffentlicht wird. Und durch Ihre Teilnahme stimmen Sie dieser Veröffentlichung auch zu. Ja, wer heute bei uns live dabei ist, kann wieder eine Teilnahmebestätigung zum Webinar erhalten. Dafür müssten Sie bitte bis zum Ende dabei bleiben und dann unser Formular ausfüllen. Das betrifft natürlich wieder nicht das Zertifikat für den EPMUG Focus. Dieses Zertifikat erhalten Sie natürlich auch, wenn Sie die Aufzeichnung ansehen, sofern Sie eben die Tests positiv absolvieren. Ja, unser Thema heute ist mobiles Lernen mit dem Smartphone und wir nähern uns diesem Thema aus der Perspektive Basisbildung. Wir werden heute über Erfahrungen, Herausforderungen und bewährte Lösungen sprechen und schauen, wie es mit dem Lernen am Smartphone in Zukunft aussieht, also nach Corona sozusagen. Unser Podium setzt sich heute aus drei Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis zusammen und ich freue mich sehr, heute bei uns begrüßen zu dürfen. Zunächst einmal Ilka Koppel. Sie ist Juniorprofessorin mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung, Alphabetisierung und Grundbildung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Und ihr Motto für heute lautet, um mit der Digitalisierung kompetent umzugehen, sollten wir weniger den Umgang mit Tastatur und Maus lehren und lernen, sondern allgemeiner die Fähigkeiten im Umgang mit technischen Innovationen. Herzlich willkommen. Ebenfalls heute bei uns ist Elisabeth Lasser. Sie ist Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin, Erwachsenenbildnerin, diplomierte Basisbildungstrainerin und zertifizierte DAF-DATS-Trainerin beim Kärntner Bildungswerk. Und ihr Motto für heute lautet, wer das Ziel kennt, findet den Weg. Ebenfalls herzlich willkommen. Und auch noch bei uns ist Daniela Zwierschitz. Sie ist Basisbildungstrainerin und DATS-Trainerin beim Verein Danaida. Und ihr Motto für heute lautet, ich kenne die Basisbildung nur mit dem Smartphone. Herzlich willkommen. Ja, wie schon gesagt, unser Thema heute, mobiles Lernen mit dem Smartphone, ist 2021 wirklich ein total brandaktuelles Thema. Dazu habe ich ein paar Zahlen zur Smartphone-Nutzung mitgebracht. Die stammen aus dem D21 Digitalindex, also eben sehr aktuell. Und die Befragung dort hat ergeben, dass 84% der Befragten regelmäßig das Smartphone nutzen. Im Vergleich dazu haben 66% angegeben, eben den Laptop regelmäßig zu nutzen und 47% den Desktop-PC. Also man kann sagen, das Smartphone ist eigentlich heutzutage wirklich omnipräsent und eine logische Konsequenz daraus ist, dass es eben auch zum Lernen eingesetzt werden kann und auch wird. Und was wir an dieser Stelle gerne machen würden, ist auch Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu Ihren Erfahrungen mit dem Lernen am Smartphone zu befragen. Und passend zum Thema machen wir das mit dem Smartphone. Das heißt, wer jetzt ein Smartphone dabei hat, kann dieses nun bitte zur Hand nehmen. Wir haben eine Mentimeter-Umfrage vorbereitet. Wer gerade kein Smartphone da hat oder sagt, ich mache das lieber am PC, das ist natürlich auch möglich. Meine Kollegin wird da gleich einen Link posten. Für alle, die mit dem Smartphone teilnehmen möchten, Sie können eben jetzt Ihr Smartphone nehmen, entweder den QR-Code scannen oder Sie gehen auf menti.com und geben den Code ein, den Sie hier auf dieser Folie sehen können. Das wird dann noch einen kurzen Moment dauern, bis dann alle da sind. Da geben wir vielleicht auch ein bisschen Zeit.
Und Sie sollten dann eben diese Folie jetzt auf Menti auf Ihrem Smartphone sehen können. Und ich werde dann gleich zu unserer ersten Umfrage umschalten. Gebe noch ein bisschen Zeit, dass da wirklich auch alle gut ankommen. Ja, und wenn Sie lieber am PC teilnehmen wollen, gibt es eben auch im Chat einen Direktlink zu Mentimeter. Gut, dann hoffe ich, dass alle gut angekommen sind. Und ich schalte jetzt um zur ersten Umfrage. Die lautet ganz einfach: Haben Sie schon Erfahrung mit dem Einsatz des Smartphones als Lernmittel gesammelt? Sie können jetzt angeben, ob das vielleicht als Teilnehmerin schon war oder ob Sie auch wirklich das Smartphone schon als Lehrende oder Lehrender eingesetzt haben. Und da sehen wir schon, dass da die Beteiligung steigt. Also rechts unten sehen Sie auch immer einen kurzen Überblick, wie viele da schon teilgenommen haben. Und da sind wir schon bei über 50 Personen und es ist ganz spannend, was da so kommt. Also bei dieser Frage ist auch die Mehrfachauswahl möglich. Geben Sie doch bitte kurz an, wie Ihre Erfahrungen mit dem Smartphone sind. Ja, ich glaube, die meisten, die teilnehmen möchten, haben jetzt auch schon teilgenommen. Und das ist ganz interessant. Wir sehen, dass eben der Großteil von Ihnen schon Erfahrung mit dem Smartphone als Teilnehmerin gesammelt hat, aber auch ein guter Teil das Smartphone zum Lernen im Distance Learning eingesetzt hat. Also das sind schon 26 Personen, die das angeben. In Präsenz haben es ebenfalls schon 24 eingesetzt. Ein kleiner Teil hat es noch gar nicht verwendet und einige eben auch im Blended Learning bzw. als Bildungsmanagerin. Ja, super, sehr spannend. Gut, 70 Personen haben schon teilgenommen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich jetzt zur nächsten Frage weitergehe. Wir haben nämlich noch eine andere Frage, die Sie auch gerne ausfüllen können. Und zwar lautet diese Frage: Wo kommen Sie denn überhaupt her? Aus welchem Bereich? Wo sind Sie denn überwiegend tätig? Da können Sie wieder auswählen. Diesmal bitte einfach diesen Bereich auswählen, der am besten für Sie zutrifft. Das ist eine Einfachauswahl. Und da sehen wir schon die Punkte, die da vergeben werden. Da warte ich jetzt auch noch ein bisschen, bis da die meisten sich beteiligt haben. Und dann werden wir einen Überblick gewinnen, wer da eben heute bei uns ist. Ja, der Großteil hat abgestimmt und wir sehen, dass es da wieder ein gutes Drittel, ein bisschen weniger im Bildungsmanagement eben tätig ist, aber ebenso viele Kursleiterinnen und Kursleiter in einer Erwachsenenbildungseinrichtung. Also wirklich konkret aus der Praxis heute hier bei uns. Einige sind auch selbstständig in der Erwachsenenbildung und ein kleiner Teil in der Hochschullehre. Und 1% Studierende haben wir da auch dabei, also genau, und 14%, die eben Sonstiges angegeben haben. Wenn Sie Sonstiges angegeben haben, Sie können auch gerne im Chat noch dazu schreiben, was das genau ist. Und genau, da kommen auch noch ein paar Stimmen dazu. Herzlichen Dank. Und eine Frage haben wir dann noch sozusagen zur Einstimmung. Und die Frage lautet: Sind Sie selbst in der Basisbildung tätig? Da gibt es jetzt nur die Auswahl zwischen Ja und Nein. Und da sind wir schon gespannt, wie groß der Anteil an Basisbildnerinnen heute bei uns ist. Ja, und da sehen wir, dass so vielleicht ein gutes Viertel immerhin der heute Anwesenden wirklich auch selbst in der Basisbildung tätig ist. Genau, ich warte vielleicht noch ein bisschen, weil vorher hat man immer ungefähr so 70 Personen, die da live dabei waren. Dass da auch wirklich jeder und jede sich beteiligen kann.
Aber wir nehmen eben mit genau ein Viertel, die wirklich in der Basisbildung tätig sind und drei Viertel, die sozusagen aus einer anderen Perspektive heute an unserem DigiTalk teilnehmen. Ja, vielen Dank für diese Beteiligung. Wir stoppen jetzt an dieser Stelle einmal die Umfrage. Allerdings, wenn Sie jetzt mit dem Smartphone dabei sind, legen Sie es bitte noch nicht ganz weg. Legen Sie es einmal auf die Seite, lassen Sie es gern eingeschaltet. Wir haben dann später immer wieder noch einmal zwischendurch Umfragen, die Sie gerne auch am Smartphone ausfüllen können. Gut, bevor wir jetzt in die Live-Diskussion starten, haben wir auch unsere Referentinnen gebeten, ihren Zugang zum mobilen Lernen bzw. ihre Projekte, in denen sie tätig sind, kurz auf ganz, ganz wenigen Folien vorzustellen. Also das wird maximal 5 Minuten pro Person in Anspruch nehmen. Wie schon gesagt, wir haben heute zwei Personen aus der Praxis bei uns und eine Person aus der Wissenschaft. Und starten wird jetzt Elisabeth Lasser. Und ich bitte Frau Lasser, gleich einmal ihren Bildschirm zu teilen und einmal ihren Zugang zum Thema zu erläutern. Ja, danke schön, Frau Kulmer. So, Bildschirm ist geteilt. Ich hoffe, das sehen jetzt alle. So, eine Folie zurück. Ja, ich darf heute, danke für die Einladung und schönen Nachmittag von meiner Seite. Ich darf heute Erfahrungsberichte aus dem ESF-Projekt Basisbildung Neu Denken präsentieren. Basisbildung bei Denken. Neudenken bedeutet eben, wir haben ein paar andere Ansätze gewählt. Es ist ein Entwicklungsprojekt, das über 3 Jahre läuft und aus einem Netzwerk von den Kärntner Volkshochschulen, dem Verein Bildung und Lernen und dem Kärntner Bildungswerk besteht. Und wir haben quasi dieses Projekt basiert auf 3 Säulen, dem Positive Deviance Ansatz, von offenen Lernlaboren und wir haben ganz stark mit einem Kompetenzfeststellungsmodell gearbeitet, das wir eigens entwickelt haben. Und jetzt kurz der Reihe nach Positive Deviance. Das ist eigentlich ein relativ neuer Ansatz im Bildungsbereich. Das ist ein Ansatz, der kommt eher aus der Ernährungs- und Gesundheitsforschung aus den 60er Jahren, wo man quasi Mangelerscheinungen und Unterernährungen bei Kindern entgegensteuern wollte. Und im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte hat man diesen Ansatz auf den Bildungsbereich umgelegt. Und Positive Deviance bedeutet, übersetzt positive Ausreißer. Und es bedeutet eigentlich so viel, dass man davon ausgehen kann, dass jede Community, die eigentlich zu größten Teilen die gleichen Rahmenbedingungen vorfinden, dass es in diesen einzelnen Communities Menschen gibt, die eigene Strategien oder Wege beschreiten, um sich von dieser Community abzuheben und vielleicht einen günstigeren Lebensweg einzuschlagen. Das war unser erster Ansatz. Wir haben in unserem Umfeld sogenannte Positive Deviance eben eruiert, im eigenen Umfeld, im Kolleginnenkreis, im Kollegenkreis oder auch in bestehenden klassischen Basisbildungsangeboten, sage ich jetzt einmal, und haben aufgrund gezielter Interviewfragen und durch verschiedene methodische Zugänge Themen erarbeitet, die wir dann in weiterer Folge in die Lernlabore, in die Lernlabors getragen haben, um dort mehr oder weniger natürlich als Grundprinzip der Basisbildung die Freiwilligkeit in den Vordergrund zu stellen und mit diesen Themen im Hinblick auf ein selbstgesteuertes und auf ein eigenverantwortliches Lernverhalten hinzuführen, sodass die Teilnehmenden quasi in ihrem Selbstvertrauen gestärkt werden und die individuellen Kompetenzen erkennen oder diese sichtbar werden und eben jetzt, um zu dieser dritten Säule zu kommen, eben die Kompetenzen sichtbar machen und Kompetenzen erkennen. Im Zuge dessen haben wir eben ein relativ niederschwelliges Kompetenzvalidierungsmodell kreiert, extra für die Basisbildung, wo der Fokus darauf liegt, dass Kompetenzen der Teilnehmenden sichtbar gemacht werden, beziehungsweise eruiert werden und basierend auf diesen Kompetenzen, auf diesen Erkenntnissen, die Teilnehmenden einfach in ihren Fähigkeiten gestärkt werden und auch einfach erkennen, was schon alles da ist. So viel kurz zu dem Projekt, in dem ich tätig bin und von dem jetzt auch die Erfahrungsberichte kommen. Das Projekt läuft jetzt noch bis Jahresende. Der Kurs, die Kurse, es waren insgesamt 6 Kurse, sind jetzt schon abgeschlossen und wir sind jetzt noch dabei, quasi eine Modellbeschreibung zu verfassen.
Und jetzt, um konkret auf das Lernen mit dem Smartphone hinzukommen, es war bei uns im offenen Lernlabor von Anfang an eigentlich klar, dass wir auch neue Ansätze probieren, indem wir von Anfang an im Präsenzunterricht das Mobiltelefon schon sehr stark eingesetzt haben und in erster Linie einmal mit Learning-Apps gearbeitet haben, wie zum Beispiel Anton oder Quizlet als Learn-Apps oder auch E-Mail schreiben. Und in weiterer Folge war das Smartphone natürlich von Anfang an immer das wichtigste Kommunikationsmittel, einerseits unter den Teilnehmenden, auf der anderen Seite natürlich auch mit der Kursleitung. Und wir haben da eben den Messenger-Dienst WhatsApp verwendet in erster Linie. Und der dritte Bereich, in dem das Smartphone natürlich zum Einsatz gekommen ist, ist dann im Distance Learning, wo wir dann auch weiterhin mit Learning-Apps gearbeitet haben und mit Audiodiktaten und diversen Tools wie Zoom und so weiter. Ja, so viel dazu zu meinem Zugang und dann bin ich fürs erste Mal fertig und darf gern an die Kolleginnen weitergeben. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die kurze Beschreibung des Zugangs. Als nächstes darf ich Daniela Zwierschitz bitten, auch ihren Zugang kurz vorzustellen. Ja, schönen Nachmittag. Schön, dass wir alle da sind. Also ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich möchte nur ganz kurz vorweg sagen, also wir sind ein Frauenprojekt und arbeiten, also ich bin seit 2016 im Verein und habe von Beginn an mit dem Smartphone in den Basisbildungskursen, auch in den DATS-Kursen gearbeitet. Deshalb ist es für mich verknüpft. Also es ist immer Querschnittsmaterie, die digitalen Kompetenzen. Und in meiner Folie, die ich jetzt teile, genau, möchte ich kurz darauf eingehen, wie es dann im Lockdown 1 quasi, spontan am Donnerstag haben wir erfahren, okay, am Montag sind wir nicht mehr in Präsenz, wie es dann schlussendlich gut funktioniert hat. Als erstes haben wir eben eine Messenger-App verwendet, die gab es eben schon vor dem Lockdown. Das heißt, die wird am Anfang des Kurses mit den Frauen gemeinsam erstellt. Dort wird kommuniziert, es können Fotos geteilt werden und so weiter. Das ist etwas, das die Frauen irgendwann mal verlangt haben und immer wieder gefragt haben, ja, können wir eine Gruppe machen? Und das hat sich jetzt eigentlich so eingebürgert bei uns. Dann Lern-Apps, das ist auch etwas, das wir schon in Präsenz oft verwendet haben. Genauso wie meine Kollegin Frau Lasser erklärt hat, die Anton-App oder Quizlet, Learning-Apps. All das war den Frauen schon bekannt, in dem einen Kurs das, in dem anderen Kurs das, was halt gerade eben gepasst hat. Also diese zwei Sachen waren eben schon da, bevor wir in den Lockdown ins Distance Learning übergehen mussten. Was dann neu war, war eben dieser Ort im Web. Wir haben dafür eine Google-Seite verwendet. Das ist einfach eine Seite, auf der man ziemlich schnell und unkompliziert eine Website erstellen kann. Das ist schön strukturiert. Meistens haben wir das Datum einfach verwendet und dort konnten die Teilnehmerinnen dann eben ihre, also die Videos oder Arbeitsaufträge sehen. In der Basisbildung waren die Seiten natürlich nicht so überladen wie zum Beispiel in den DATS-Kursen. Da gab es dann schon mehr zu tun. Und was eben auch neu war, waren diese Live-Online-Meetings natürlich. Wir haben zu Beginn noch auf also über diese Messenger-App Videoanrufe gemacht, leider mit sehr begrenzter Teilnehmerinnenanzahl. Und dann haben wir uns entschieden für ein Video-Tool, Video-Meeting-Tool, das gut funktioniert hat und ziemlich einfach war, weil es einfach nur mit dem Link geteilt werden musste. Also niemand musste sich registrieren, irgendwas mühsam runterladen, sondern es wurde einfach der Link geschickt, die Frauen haben auf den Link geklickt und sie waren schon online. Das war Eyes On, heißt dieses Video-Meeting-Tool. Was ich eben noch dazu sagen wollte, in den harten Lockdowns war es uns natürlich nicht möglich, dass wir irgendwie Präsenzzeiten anbieten konnten. Aber wenn es möglich ist, also wie es dann auch
möglich war mit begrenzter Teilnehmerinnenzahl, in Achtung der Maßnahmen, also so Abstandsregelungen und so weiter, haben wir das natürlich auch wieder angeboten. Und in einem Kurs, da werde ich eh später darauf zurückkommen, der hat komplett online begonnen, haben wir zumindest Einzelcoachings angeboten am Anfang. Also da habe ich mal geschaut, okay, wie funktioniert das mit WhatsApp? Auch ein guter Tipp ist immer die Schriftgröße. Man kann das auch vergrößern, die Schriftgröße am Bildschirm, auch auf WhatsApp kann man das nochmal größer machen zum Beispiel. Wie funktioniert es, eine Sprachnachricht zu schicken und so weiter. Also die Basics einfach. Genau, und dann noch Zusatzmaterial. Und das sehen wir jetzt auf der nächsten Seite kurz. Das ist halt eher was für die Praktikerinnen, Basisbildnerinnen und Basisbildner, die hier sind. Aber so kleine Tipps, die das Ganze auch ein bisschen spannender gemacht haben und hilfreich waren während dieser Online-Module, war eben zum einen offenes Material. Ich denke mir, Arbeitsblätter sind einmal ausgefüllt, werden dann abgelegt, meistens vielleicht zur Wiederholung nochmal verwendet, aber dann auch nicht mehr und mit Buchstabenkärtchen und so weiter oder Material, das man nach Silben trennen kann, kann man einfach immer wieder arbeiten und das immer wieder einbauen. Außerdem hat es den Frauen viel Spaß gemacht, auch mit der Umgebung zu arbeiten. Also zum Beispiel haben wir da den Buchstaben Ö gemacht, haben dann geschaut, welche Öle wir zu Hause haben, haben das dann abgeschrieben und verglichen, drüber gesprochen. Und das hat ihnen eben auch Spaß gemacht. Und das ist etwas, das ist vielleicht nicht für jede und jeden etwas, aber es hat den ganzen Kurs viel persönlicher gemacht. Ich habe auch am Anfang immer geschaut, ein Begrüßungsvideo zu schicken, am Ende auch ein Verabschiedungsvideo. Dazwischen hatten wir Videokonferenzen, wir haben uns viel gesehen. Es ging mir um die Präsenz, einfach zu zeigen, okay, ich bin da, wir lernen gemeinsam. Und solche Bilder haben es dann einfach nochmal aufgelockert, statt irgendwelche aus dem Internet zu nehmen, dann einfach nochmal die Kursleiterin krank zu sehen. Genau, das war es jetzt auch von mir und ich gebe auch gern weiter. Ja, vielen Dank auch für diese eindrucksvolle Beschreibung. Meine Kollegin hat es schon in den Chat gepostet. Es gibt eben von Danaida einerseits auch Leitfäden zu dem Thema, andererseits gibt es auch im eBMOG Fokus ein Video, auch mit Daniela Zwierschitz, das vielleicht ergänzend, falls da jemand mehr darüber wissen möchte. Gut, nun möchte ich gerne an Ilka Koppel übergeben, die jetzt auch noch einmal die Sicht der Wissenschaft darlegen wird, sozusagen. Ja, vielen Dank. Ganz kurz die Sicht der Wissenschaft. Ich werde ganz kurz jetzt einen Einblick in das Projekt GEDIC geben. Jetzt, ich glaube, Sie sehen noch nichts, jetzt sehen Sie was. GEDIC steht für Gelingensbedingungen für den Einsatz digitaler Medien in der Grundbildung. Und in dem Projekt versuchen wir herauszufinden, wie funktioniert denn eigentlich der Einsatz. Und da sind genau solche Formate wie hier jetzt ganz hilfreich und toll, immer wieder auch einen Einblick zu sehen in die Praxis. Was funktioniert eigentlich? Was funktioniert gut? Was funktioniert weniger gut? Und das versuchen wir relativ umfassend in diesem Projekt mal zu erheben. Nichts Neues ist, denke ich, dass wir in einer Zeit der sogenannten tiefgreifenden Mediatisierung leben. Und ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, jetzt das, was Sie alle kennen, sicherlich erfahren haben, dass der Umgang mit digitalen Medien einfach elementar ist oder beziehungsweise auch inzwischen eine vierte Kulturtechnik ist, neben Lesen, Schreiben und Rechnen, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Und das hat natürlich jetzt die Pandemie nochmal deutlicher gezeigt. Und eine Möglichkeit, dieser Herausforderung zu begegnen, so auf didaktischer, praktischer Ebene, ist aus unserer Sicht der sogenannte Digital Inclusion Pathway. Bei diesem Modell geht es darum, dass ein Weg gezeichnet wird hin zur digitalen Inklusion, wird es hier genannt.
Und das ist jetzt auf Englisch, aber das ist relativ einfach übersetzbar. Ich gehe da auch gar nicht jetzt ganz stark im Detail drauf ein. Ich will nur so das Schema kurz erläutern. Was ich ganz gewinnbringend finde an diesem Modell ist, dass es nicht nur darum geht, die Kompetenzen, die benötigt werden, abzubilden. Also wir haben ja ganz viele Modelle, die besagen, man braucht Kompetenz XY, um digital kompetent zu sein. Sondern dieses Modell geht davon aus, dass erstmal überhaupt ganz grundlegende Hürden zu überwinden sind. Und das sind hier diese roten Schilder, die hier eingefügt sind. Und zwar gibt es einmal diese Access Barrier. Das heißt, das ist jetzt ganz unten zu sehen, das erste rote Schild, die Access Barrier besagt, naja, ich muss natürlich erstmal überhaupt Zugang zu digitalen Medien haben, zum Smartphone, zum Computer. Dazu gehört inzwischen natürlich auch der Zugang zum Internet, wenn das nicht funktioniert. Kennen Sie wahrscheinlich selbst alle auch, wenn Sie keine mobilen Daten mehr haben, weil der Vertrag das nicht vorsieht oder aus welchen Gründen auch immer, dann kommen Sie in mancherlei Hinsicht schon in Schwierigkeiten. Und vor allen Dingen jetzt auch in der Corona-Pandemie, da musste man sich ja auch, zumindest in Deutschland war es so fast, also ganz oft online anmelden, die Telefon-Hotline, die war ständig überlastet. Also das heißt, man hatte wirklich einen deutlichen Nachteil, wenn man es nicht übers Internet gemacht hat. Und dann gibt es als nächste Grenze diese sogenannte Taste Barrier. Da spricht man auch vom medienbezogenen Geschmack oder vom Digital Taste. Das passt ganz gut zu dem Statement von Frau Lasser, war das, glaube ich. Wenn das Ziel nicht, also wenn das Ziel klar ist, findet man einen Weg. Also bei dieser Barrier geht es darum, ist denn eigentlich, hat jemand ein Ziel, was er verfolgt, wofür die digitalen Medien helfen? Oder sind die digitalen Medien eigentlich doch nur etwas, was gar nicht so irgendwie hilfreich ist oder als hilfreich empfunden wird? Also das heißt, es muss irgendwie einen Sinn und einen Zweck haben. Man muss irgendwie Geschmack, Gefallen daran finden, digitale Medien zu nutzen. Und erst dann kommt man zu dieser Readiness Barrier, wo es um grundlegende Fähigkeiten geht, wie Umgang mit Tastatur, Maus oder Touchscreen. Und dann haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, Personen darauf vorzubereiten, zu schulen, zu fördern, im Hinblick darauf, dass sie so eine, wir nennen es in Deutschland im Moment digitale Grundbildung, eine Digital Literacy im internationalen Raum erreichen. Und ganz kurz gebe ich Ihnen einen Einblick in unsere Projektergebnisse, nämlich zu diesem Thema Access Barrier. Bin ich mal gespannt, was ich auch von Ihnen so höre, wie der Zugang ist. Wir haben hier Institutionsleitende befragt und gefragt, welche digitalen Medien den Lehrenden, also den Lehrpersonen zur Verfügung stehen. Und was man hier sieht, das ist jetzt wenig überraschend, also Computer, Webcam, Headset, Handy, Smartphone, da wird es schon weniger. Tablet auch ein bisschen weniger, aber Beamer zum Beispiel auch relativ viel. So diese anderen Dinge wie Spielekonsole, Virtual Reality, das war erwartungsgemäß kaum vertreten. Und was ganz interessant ist jetzt hier, das konnten Sie jetzt in dem Vergleich nicht ganz so schnell sehen, aber man sieht jetzt hier zum Beispiel Computer, Laptop wird weniger eingesetzt, als den Personen zur Verfügung stünde. Also das heißt, einigen Personen steht dieses Gerät zur Verfügung, sie setzen es aber nicht unbedingt ein. Aber immerhin noch, also knapp 80% nutzen den Laptop und knapp 60% nutzen tatsächlich das Smartphone. Das ist in Deutschland, das hatten wir im Vorfeld hier schon kurz diskutiert, in Bezug auf die Datenschutzbestimmungen nicht ganz einfach. Gerade in formalen Kontexten, also bei Bildungsinstitutionen, ist das recht restriktiv. Und eine letzte Grafik, ein Einblick in die Ergebnisse. Hier haben wir Kursleitende gefragt, wie oft sie welche Medien nutzen. Und hier ist auch relativ erwartungskonform, aber man sieht trotzdem nochmal so ein paar interessante Ergebnisse, wie oft man etwas nutzt oder wie häufig man etwas nutzt. Und blau heißt hier nie. Und Rot heißt sehr häufig. Also Computer wird relativ häufig benutzt. Man hat ja auch gesehen, anfangs 80% oder an die 80% nutzen ihn sowieso regelmäßig und dann knapp 50% nutzen den Computer sehr häufig. Und beim Handy und Smartphone sehen wir hier, da ist es wirklich schon weniger. Also sehr häufig nutzen das Handy und Smartphone unter 20%. Über 20%, knapp 25% sagen, sie nutzen nie das Handy oder Smartphone in ihrem Kurs. Das in aller Kürze ein kurzer Einblick und ja, bin ich gespannt auch auf Rückfragen, auf die Diskussion und freue mich auf den Einblick, den Sie mir dann jetzt geben. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich hätte gleich eine Verständnisfrage vielleicht zur Erhebung. Und zwar wurde diese Erhebung also vor dem Lockdown oder nach, also schon in der Corona-Zeit sozusagen, wann wurde die durchgeführt? Die wurde nach dem ersten Lockdown durchgeführt, beziehungsweise während, glaube ich, des ersten haben wir gestartet, am Ende des ersten Lockdowns. Da waren wir relativ, kann man fast sagen, erleichtert. Wobei so ein Vorher-Nachher-Vergleich natürlich noch interessanter gewesen wäre. Aber wir sind mit der Erhebung erst, nachdem die Pandemie so starke Auswüchse, erst dann haben wir gestartet. Was uns vor auch natürlich Schwierigkeiten, Herausforderungen gebracht hat, weil wir nicht an die, also weil wir Schwierigkeiten an Befragungsteilnehmenden zu gewinnen. Ja, super. Vielen Dank auch an Sie für die kurze Einführung sozusagen, beziehungsweise den Einblick auch in die laufende Studie. Die ist ja, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, soweit ich weiß. Also es handelt sich da um Zwischenergebnisse. Ich würde jetzt auch gern in die Diskussion ein bisschen überleiten und vielleicht da vorher als Info auch noch dazu sagen, wenn es aus dem Teilnehmerkreis da Ergänzungen, Kommentare, Fragen gibt. Sie haben einerseits den Chat, also nutzen Sie gerne den Chat, beziehungsweise wenn es da wichtige eigene Erfahrungen vielleicht gibt, bitte einfach zu Wort melden, dann rufen wir Sie auch gern auf und laden Sie ein, Ihre Erfahrungen da live mit uns zu teilen, weil ich glaube, das ist für alle sehr interessant. So, dann würde ich gerne ein bisschen mit der Frage mal starten. Wir haben es eh schon angeschnitten, also Lockdown und Distance Learning. Das war ja für viele eigentlich so der Ansatzpunkt beziehungsweise der Ausgangspunkt, sich mit dem Smartphone sozusagen zu beschäftigen beziehungsweise wirklich das Smartphone auch einzusetzen. Bei einigen weiß ich, dass sie schon vorher eben mit dem Smartphone gearbeitet haben, wie auch Elisabeth Lasser und Daniela Zwierschitz, die das heute schon da vorgestellt haben. Mich würde jetzt trotzdem interessieren, so mal auf der Praxisebene, wie habt ihr das wahrgenommen, zum Beispiel Daniela Zwierschitz bei Danaida, wie war das denn, mit welchen Gruppen habt ihr da gearbeitet, wie waren da die Vorkenntnisse und wie habt ihr diesen Übergang in den Lockdown, also sozusagen nur hin zum Smartphone bewältigt? Okay. Ja, bei uns war es so, ich habe heute nachgeschaut, es waren 12 Gruppen dann eigentlich von diesen Lockdown-Situationen betroffen. Manche mussten in den Lockdown dann ins Online-Learning oder Distance-Learning übergehen. Ein Kurs hat tatsächlich, oder zwei Basisbildungskurse haben online begonnen und fast online aufgehört. Und die anderen konnten dann am Ende wieder in so eine Mischform, also in so ein Blended Learning übergehen, wo es eben Präsenzeinheiten und Online-Einheiten gab. Ja, bei uns hat das, wie gesagt, weil es einfach diese zwei Komponenten, zum einen diese Gruppen vom Messenger-Dienst schon gab, der schon genutzt wurde, und auch Lern-Apps, die schon vorweg installiert wurden, mit denen sich die Frauen schon gut ausgekannt haben. Und das zum Teil schon lange. Also es gibt Frauen, die sind natürlich schon öfters in Kursen gewesen. Es gibt Frauen, die auch so kommen und gewisse Lern-Apps haben, die wir noch gar nicht kennen. Das heißt, die Erhebung hat bei uns überhaupt gezeigt, dass das auf jeden Fall etwas ist, das die Frauen mitbringen. Und deswegen war der Übergang in dieses Distance Learning bei uns nahtlos und fließend. Es ist keine Panik ausgebrochen, wir haben keinen einzigen Kurstag ausgelassen, sondern haben einfach weitergemacht. Und wie gesagt, wir haben zum Beispiel am Anfang mühselig über WhatsApp, also wir verwenden einfach WhatsApp auch, weil das ist, was die Frauen am meisten haben und verwenden. Aber eben mühsam diese Videokonferenz mit 8 Teilnehmerinnen und die Gruppen gesplittet, bis wir halt dann ein super tolles Videomeeting-Tool gefunden haben. Das war dann auch eher Recherchearbeit von unserer Geschäftsführung und den Kursleiterinnen und einfach auch der Austausch, was sich gut bewährt, was gut funktioniert. Und so sind wir dann auch zu diesen 4 Stützpfeilern gekommen, die dann die Kurse eigentlich im Endeffekt dann ausgemacht haben. Mhm.
Was ich besonders spannend finde, ist in dem Zusammenhang auch, dass das sich eigentlich widerspiegelt in dem Digital Inclusion Pathway, den Ilka Koppel auch geteilt hat. Also, dass man wirklich zuerst einmal den Zugang und den Geschmack sozusagen braucht, bevor man dann weiterarbeiten kann. Das spiegelt sich da in der Praxis eigentlich schön wider. Ich sehe jetzt, dass im Chat auch eine Frage an dich, Daniela, ist, nämlich, welches Dateiformat verwendet ihr für Audiodiktate? Wie ist da die Dateigröße und wie teilt ihr das? Also bei mir ist es hauptsächlich so, dass ich das auf WhatsApp mache in einer Sprachnachricht. Oder ich nehme mir vorher schon das mit einem Soundaufnahme-App auf und schicke es dann in die Gruppe. Mhm. Super, danke schön. Wir haben jetzt auch eine Wortmeldung und zwar von der Frau Roth-Junkermann. Sie dürfen gerne sprechen. Ja, bei mir war das ein Experiment. Ich arbeite an der Volkshochschule in Alphabetisierungskursen mit Migranten. Und da hat natürlich jeder gesagt, es geht überhaupt nicht, Distance Learning. Und im ersten Lockdown habe ich mit meiner Kollegin, wir teilen uns immer einen Kurs, angefangen über WhatsApp mit denen zu arbeiten, was gut ging. Und alle waren im VHS-Lernportal. Das hatten wir schon während der Präsenzzeit begonnen, nicht ahnend, dass das mal eine bestimmte Rolle spielen könnte. Und so haben wir uns fast ehrenamtlich in ein paar Monaten immer noch, haben wir den Kontakt mit den Lernenden, den Kursteilnehmern gehalten. Und es hatte eine sehr hohe Motivation. Gerade bei den Alpha-Kursen verlieren die Leute die totale Beziehung überhaupt zu dem Deutschkurs. Und insofern war das eine ganz schöne Eröffnung. Und dann gab es ja dann plötzlich wieder die Präsenzphase im vorigen Jahr. Und dann haben wir mit den Kursteilnehmern geübt, über Zoom zu arbeiten, zusätzlich. Wir haben uns erstmal getroffen über Zoom im Netz. Das war ein Riesenhallo und dass das gut ging und mit einer großen Motivation. Und jetzt muss ich dazu sagen, wir haben ganz viele Interactive Whiteboards in der VHS. Wir arbeiten schon mit den digitalen Unterrichtspaketen. Und das half dann, dass wir im nächsten Lockdown erstmal mit diesen Online-Tutorien gearbeitet haben. Da haben wir auch meistens über Zoom mit den Leuten, nicht über EduDip gearbeitet, weil sie dann ja das schon kannten mit dem digitalen Unterrichtspaket. Und also wie gesagt, da war eine Menge Normalität drin und das Ganze ging über Handy. Also Online-Tutorien waren noch gut, 90 Minuten, das ging noch. Aber dann hieß es auf einmal, können Sie sich vorstellen, dass der Kurs am Morgen 4 Stunden lang digital läuft, auch im Alpha-Kurs. Und dann, muss ich sagen, kamen wir mit den Handys an die Grenzen. Also da war das Display einfach zu klein. Sie waren zwar dran gewöhnt, aber sie haben auch mitgemacht. Aber ich merkte schon, da muss man ganz viel Aufbauarbeit machen, ganz viel Motivation, auch mal Bewegungsübungen, mal häufigere Pausen. Aber es war am Ende des Tages recht erfolgreich und Gott sei Dank habe ich aber zum Schluss Sponsoren gefunden, die kleine Tablets gespendet haben und dann haben wir dann gewechselt. Der Effekt war, dass wir die Teilnehmer sogar zum DTZ, also zu der Sprachprüfung A2, B1 geführt haben und ich bin nicht sicher, ob die Prüfungsergebnisse sehr viel besser gewesen wären in Präsenzphase, weil alle so motiviert waren, sie waren aber auch stolz. Das muss ich sagen, das geschafft zu haben. Und das war schon ein besonderes Experiment, da kann ich schon ermutigen, da auch mal notfalls mit dem Handy zu arbeiten, mit dem Smartphone zu arbeiten. Ja, das war das, was ich erzählen wollte. Mhm. Ja, super. Vielen Dank auch für den Erfahrungsbericht. Also wie gesagt, wir freuen uns vor allem über so erfolgreiche Erfahrungsberichte. Ich würde jetzt gern auch noch Elisabeth Lasser fragen, wie war das denn bei Ihnen im Kurs? Also wie haben Sie den Umstieg sozusagen auf das Distance Learning bewältigt? Ja, wir haben ja den Kurs im Oktober, November 2019 begonnen und es waren sehr wenige Teilnehmende. Also 8 Personen, Entschuldigung, insgesamt. Und ich sage mal, der Vorteil war, wie es eh schon eingangs erwähnt haben, dass ich ja in dem Fall schon mit den Teilnehmenden teilweise in Präsenz mit Learning Apps gearbeitet habe. Eben wie wir erwähnt haben, Anton, Beluga, Quizlet, je nachdem, was gerade gefragt war. Also die Teilnehmenden waren, ja,
in gewisser Weise schon auf das vorbereitet. Aber natürlich von Zoom, da waren wir natürlich noch weit entfernt. Und dann hat es uns natürlich auch, wie alle anderen, getroffen. Dienstag, Donnerstag war der Kurs, Montag war Lockdown. Und dann war mal zunächst das Smartphone noch nicht so relevant, also in erster Linie mal als Kommunikationsmittel mit mir als Trainerin. Und ich habe dann aber auch in weiterer Folge Audiodiktate verschickt, weil zugegebenermaßen, also ich habe zu dem Zeitpunkt im März 2020 selber gerade den EBMOOC gemacht, der letztes Jahr stattgefunden hat, und das hat ja niemand erwartet, was da für wichtige Inhalte für uns als Trainerinnen oder für die Allgemeinheit präsentiert werden, wie Umgang mit digitalen Tools, wie Learning Snacks, Jamboard, wie auch immer. Einiges war mir schon bekannt, anderes war mir noch nicht bekannt. Aber eben, um auf diese Learning Snacks zurückzukommen. Also zunächst einmal waren es die Audiodiktate, die verschickt wurden von meiner Seite. Ich habe das ganz normal, weil vorhin die Frage war, ich habe das mit dem Handy einfach aufgenommen und dann auch über WhatsApp verschickt. Wir haben uns, oder ich habe mich im Kurs auch bewusst für WhatsApp entschieden, damit die Teilnehmenden jetzt nicht noch zusätzlich zu irgendwelchen Learning-Apps und Zoom und aller möglichen digitalen Tools vielleicht auch noch einen anderen Messenger-Dienst kennenlernen müssen oder sollen. Deswegen bin ich bei WhatsApp geblieben, weil die Teilnehmenden das einfach schon hatten und einfach der Umgang damit für alle Teilnehmenden vertraut war. Wie gesagt, die Audiodiktate wurden verschickt und dann in weiterer Folge eben Learning-Snacks und ich als Trainerin und wir als Netzwerk, wir haben uns ja dann selber mal orientieren müssen, wie das in weiterer Folge vonstatten gehen wird. Ich muss aber dazu sagen, also von den 8 Teilnehmenden im ersten Kurs waren natürlich nicht alle total begeistert vom Lernen mit dem Smartphone. Also es haben dann manche Lernende, die haben teilweise nicht mehr geantwortet. Also es ist sicher nicht für alle Lernenden oder Teilnehmenden das Richtige, mit dem Smartphone zu lernen. Aber der Großteil hat trotzdem in erster Linie die Kommunikation einfach aufrechterhalten wollen. Und das war für mich wichtig. Ich habe sehr viel mit ihnen gechattet einfach, um einfach auch mit ihnen im Austausch zu bleiben. Vor allem, es war ja auch diese soziale Komponente. Ich meine, es war für uns alle neu. Für uns war es alle ein erster Lockdown und es waren auch Teilnehmende, einerseits mit Deutsch als Erstsprache, andererseits mit Deutsch als Zweitsprache. Das war eine gemischte Gruppe aus Männern und Frauen, Jüngere, Ältere, also es war sehr heterogen. Und da war es mir wichtig, um einfach einmal nachzufragen, wie geht es Ihnen einfach in dieser Zeit, weil manche sind alleinstehend, manche waren eben Familienverband, aber letztendlich hat es eigentlich gut funktioniert und auch ich als Trainerin habe dann halt immer mehr dazugelernt, aber es waren dann auch teilweise, habe ich einfach Links geschickt, wo mit der Bitte, dass sie auf dieser Seite XY etwas üben und trainieren, und dann haben die Teilnehmenden einfach Screenshots zurückgeschickt oder auch von den Learning Snacks, da sieht man ja, wie viele Personen daran teilgenommen haben, dann haben auch die Teilnehmenden einen Screenshot geschickt, wenn sie das erfolgreich absolviert haben. Und ja, so war es in etwa in meinem Kurs. Also man sieht eigentlich bei allen Beispielen, dass so auch diese Kommunikation und dieses im Kontakt bleiben ganz wichtig war während dieser ersten Phase des Distance Learning sozusagen, wenn man das so zusammenfassen kann. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen auf die Herausforderungen eingehen. Was, und da frage ich vielleicht zuerst die Praktikerinnen wieder und dann noch einmal die Wissenschaft sozusagen, was waren denn die größten Herausforderungen für die Lernenden, also dass sie da jetzt wirklich dranbleiben in dieser Distance-Learning-Zeit? Ja, also ich würde sagen, die größte Herausforderung im Lockdown waren natürlich die Kinder für die Lernerinnen bei uns. Das auf jeden Fall und einfach auch einen ruhigen Lernort zu finden, wenn dann eh alle Kinder zu Hause sind, war natürlich schwierig, aber ich muss trotzdem sagen, in meiner Gruppe oder in meinen Gruppen war es so, dass wirklich fast alle Frauen dabei geblieben sind und wir hatten eben diese Szenarien von 12 Wochenstunden in der Woche am Nachmittag und sie waren fast immer da, also es gab kaum Ausfälle und ich glaube, es war im Lockdown tatsächlich auch wichtig, dass wir uns die Struktur irgendwie bewahren, dass irgendwas weiterläuft, wenn schon der Rest irgendwie steht. Und also ich würde sagen, mein Punkt sind auf jeden Fall die Kinder, obwohl die Kinder dann zum Teil auch hilfreich waren, wenn es dann um technische Problemchen ging. Gab es da auch sehr viel Unterstützung. Also jetzt nicht so, dass die so böse gewesen wären, aber es ist natürlich ein Trubel.
wenn alle zu Hause sind, und es ist natürlich dann etwas unruhiger. Ja, danke schön. Ich würde jetzt zuerst noch einmal an Elisabeth Lasser weitergeben, und ich sehe, dass sich Frau Roth-Junkermann schon zu Wort gemeldet hat. Ich würde Sie dann im Anschluss auch noch einmal bitten, vielleicht Ihre Erfahrungen dazu teilen. Ja, was mir aufgefallen ist, die Herausforderungen für die Teilnehmenden waren sicher teilweise das Unbekannte. Also einerseits natürlich hat man schon in Präsenz mit dem Handy gearbeitet, aber andererseits, wie ich vorher schon erwähnt habe, ein Learning Snack, das ist jetzt wieder ganz was Neues. Also es war schon eine Herausforderung, mit neuen Tools, mit neuen Apps wieder zu arbeiten, die jetzt nicht unbedingt im Präsenzunterricht schon trainiert oder praktiziert wurden, sage ich jetzt einmal. Und teilweise sicherlich auch das Lernen am kleinen Display. Also das ist ja eh nichts Unbekanntes. Das ist halt einfach ein Unterschied, ob ich jetzt am Laptop sitze und mit einem digitalen Tool arbeite oder Arbeitsblatt oder in der Learning-App am Laptop mache oder eben mit dem Handy. Und ja, gerade zu Zeiten des ersten Lockdowns, auch wenn das mit dem Handy teilweise funktioniert hat, es war ja trotzdem immer diese Internetverbindung. Also das war einfach jetzt gar nicht so vom Inhalt und auch vom Lernwillen her, aber das war einfach auch, habe ich teilweise mitbekommen, für die Teilnehmenden, für die Lernenden einfach eine Belastung, ein Stress, wenn das einfach nicht so funktioniert hat, die Internetverbindung. Dann verliert man ein bisschen die Geduld. Und was sicherlich auch noch zunächst einmal ein Punkt war, weil ich erwähnt habe, Audiodiktate, das ist teilweise ja nicht bekannt gewesen. Also es war dann einfach, es kam dann natürlich die Vorankündigung per WhatsApp wieder. Ich werde Ihnen euch jetzt eine Audionachricht schicken mit der Bitte, diese anzuhören und so weiter. Also quasi den Arbeitsauftrag, darum gebeten. Aber das war dann für viele Teilnehmende einfach nicht bekannt, dass man ein Diktat am Handy anhört. Also das ist mir jetzt so eingefallen, also mal so ein paar Herausforderungen mit dem Lernen. Das heißt auch einerseits die Technik, aber auch neue Formate, einfach neue Arten von Lernen. Genau, und da rede ich jetzt noch gar nicht von Zoom, weil das kommt dann vielleicht eh später noch, wie das mit dem Zoomen funktioniert hat. Das war dann auch halt eine große Herausforderung für manche Teilnehmende. Ja. So, Frau Roth-Junkermann. Ja, ich wollte mich ganz kurz nochmal der Daniela Zirtschitz anschließen. Störungen gab es natürlich im Unterricht. Das war das, die Frauen mit ihren Kindern zu Hause, das habe ich eben auch so wahrgenommen. Aber was wir im Vorfeld gemacht hatten, war, dass wir auch nochmal sogar übersetzt in Arabisch und in Farsi, was bei uns glücklicherweise möglich war, dass wir also auch nochmal an die Ehemänner geschrieben haben, mit der Bitte, ihre Frauen zu unterstützen. Ich finde das ein ganz wichtiger Faktor bei islamischen Migranten, dass sie einfach nicht gleichzeitig dieses Multitasking erfüllen müssen. Also am Anfang legte eine immer noch die Wäsche zusammen, während wir begannen und so. Das hat aber hinterher dann auch aufgehört. Und die Männer haben zum Teil tatsächlich, wenn sie denn konnten, ihre Kinder wirklich mitgenommen, wenn auch keine Schule war. Das war ja auch der Punkt. Also das fand ich sehr, sehr hilfreich. Und dann nochmal zum Sichern der Inhalte wollte ich sagen, dass wir grundsätzlich über WhatsApp nach dem Unterrichtsmorgen immer noch mal kurz zusammengefasst haben, das haben Sie heute gelernt. Und das ganz kurz und schriftlich und prägnant den Teilnehmern noch mal mitgegeben haben. Das haben die, glaube ich, ganz wichtig auch gefunden und ganz gut aufgenommen. Nach dem Motto, bei Schülern sagt man, die müssen wissen, was sie gelernt haben, sie müssen was schriftlich mit nach Hause nehmen. Und so haben wir das da auch gehalten und das war hilfreich, denke ich. Also heute haben wir das und das und das sind die Übungssätze und auch die Hausaufgaben nochmal wiederholt schriftlich, damit sie das dann auch hatten. Wir haben das ja an 5 Tagen pro Woche, 4 Unterrichtsstunden gehabt und das war schon herausfordernd, würde ich sagen. Okay. Mhm. Dankeschön. Das heißt, Sie bestätigen eigentlich auch, was da im Chat auch schon gekommen ist, dass es eben auch eine gewisse Struktur war, die da beigetragen hat, dass die auch eben Halt gegeben hat, gerade in so einer unsicheren Zeit. Was dann noch im Chat gekommen ist, ist, dass eben oft auch nicht einmal alle Mitglieder der Familie vielleicht ein Smartphone zur Verfügung haben. Also dass man das auch noch mit berücksichtigen muss, dass Kinder vielleicht oft am Smartphone der Eltern gelernt haben. Und dann gab es im Chat auch noch eine Meldung zu den Diktaten, dass das eben auch für die Phonetik ganz, ganz eine gute Übung ist.
Ich würde jetzt noch einmal an Ilka Koppel übergeben. Jetzt haben wir einiges aus der Praxis, aus den Erfahrungen berichtet. Was sagen denn Sie? Sie haben ja auch viel mit Lehrenden, aber auch mit Institutionen, auch mit Teilnehmenden gesprochen. Was würden Sie als größte Herausforderungen für Lernende, aber vielleicht auch für Lehrende erachten? Erstmal für die Lernenden ist eine, also die, der Zugang zur Technik, also zum Smartphone, ist jetzt aus unserer Sicht eher weniger die Herausforderung. Fast alle haben ein Smartphone. Es ist eher dann die Herausforderung, das Smartphone auch für Lernzwecke zu nutzen. Was wir jetzt festgestellt haben in unserer Befragung, die jetzt tatsächlich gerade so aktuell hier eintrudelt, das ist ganz interessant, also hier wird wirklich so einen direkten Einblick, ist, dass die Relevanz der Beherrschung von Smartphones gesehen wird, auch von den Lernenden. Also das war jetzt für uns schon ein bisschen, ich sag mal, wenn dieses Ergebnis vor der Corona-Pandemie käme, wäre das relativ überraschend. Jetzt mit der Corona-Pandemie wurde natürlich auch nochmal für die Teilnehmenden deutlich, wie wichtig das dann vielleicht auch für die Lernprozesse ist. Und die Bereitschaft ist auch relativ hoch. Also die sagen auch, ein Großteil sagt, ja, ich lerne gerne mit dem Smartphone und ich nutze es auch zum Lernen, mehr als zum Spielen. Also das fand ich auch gut. Also wo wirklich da auch natürlich etwas auch deutlich wird, wie wichtig die Lernenden das dann auch einschätzen. Man muss natürlich jetzt auch ein bisschen einschränkend sagen, wir haben hier eine Positivauswahl. Wir haben nur die befragen können, die in Kursen sind. Außerhalb von Kursen erreichen wir natürlich keine Lernenden. Oder was heißt natürlich, es ist sehr schwierig. Also von daher bezieht sich das auf die Person. Die Herausforderungen sehe ich tatsächlich auch darin, was jetzt ja auch schon beschrieben wird, die Teilnehmenden auf dem Laufenden zu halten. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, gut, wir müssen die Teilnehmenden für Smartphone fit machen, für solche Kommunikationstools. In 5 Jahren wird es irgendwas anderes sein, sehr wahrscheinlich. In 10 Jahren noch was anderes. Also das heißt, die Herausforderung ist, und das ist sowohl für Lehrende als auch für Lernende so, irgendwie eine Fähigkeit zu entwickeln, allgemein mit diesen technischen Innovationen umzugehen. Also die Bereitschaft, die aufrecht zu erhalten, diese Bereitschaft, die Motivation zu sagen, okay, ich setze mich mit neuen Dingen auseinander. Und das, glaube ich, ist wirklich nicht so leicht, weil das immer wieder natürlich auch ein Kraftakt ist. Und Lernen heißt immer, wir kommen aus unserer Komfortzone heraus. Und das, glaube ich, ist eine dauerhafte Herausforderung, mit der die gesamte Gesellschaft, kann man auch sagen, konfrontiert ist. Und da sind natürlich gerade die Kursleitenden an so einer ganz zentralen Stelle, die dann natürlich immer wieder auch in der Rolle sind, das dann auch versuchen zu übertragen, die Relevanz deutlich zu machen und sich auch zu überlegen, wie kann ich das denn jetzt eigentlich vermitteln? Also da sehe ich eine ganz große Herausforderung drin. Für die Wissenschaft im Allgemeinen ist eine Riesenherausforderung immer die Heterogenität, aber das kennen Sie ja auch. Also Sie haben ja auch mit heterogenen Strukturen zu tun. Also das heißt, die Person, es gibt nicht diesen linearen Lernverlauf und das ist natürlich auch für die Wissenschaft schwierig. Und eine weitere Herausforderung, und da habe ich vorher gefragt, ob ich das darf, da möchte ich jetzt nochmal darauf aufmerksam machen, ist halt dieser Zugang zum Feld für uns und wir benötigen wirklich dringend noch Befragungsteilnehmende, also das heißt Lernende, Lehrende, also Sie, Kursleitungen und Institutionsleitende. Und ich poste das einfach nochmal im Chat, einen Link, der führt zur Beschreibung der Online-Befragung, also nicht direkt zur Befragung, sondern erstmal nur zu einer Beschreibung. Und da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn Sie teilnehmen, wenn Sie das gegebenenfalls in Ihren Kursen teilen. Der Fragebogen ist auditiv unterstützt, also da gibt es Vorlesefunktionen drin für die Lernenden, also das wäre wirklich klasse. Ich habe es jetzt hier nochmal, jetzt ist es doppelt, Entschuldigung. Jetzt haben wir es zweimal. Danke. Ja, vielen Dank. Jetzt nehme ich da auch noch einmal auf den Chat Bezug, weil da einige Kolleginnen schon eben auch berichten, dass es eben da auch Regelungen gibt, die vielleicht diesen Bemühungen da entgegenlaufen. Das bezieht sich jetzt auf Deutschland. Also wir in Österreich sind ja da ein bisschen in einer anderen Lage, aber da gibt es eben in Deutschland auch Richtlinien, die sich, so wie ich das verstehe, gegen den Einsatz von Smartphones richten. Also dass da eben mindestens Tablets mit 10 Zoll verwendet werden sollen. Also so viel jetzt zur Diskussion, die da jetzt gerade im Chat auch stattfindet. Und das bringt mich gleich zu meiner nächsten Umfrage. Also wir hätten jetzt wieder eine Umfrage für alle mit dem Smartphone vorbereitet. Ich würde nämlich gerne wissen von allen, die da sind. Dazu schalte ich jetzt einmal kurz weiter und teile noch einmal meinen Bildschirm.
Was sehen Sie denn momentan als größte Herausforderungen beim Einsatz von Smartphones im Distance Learning? Also wieder eine Umfrage für alle. Sie können eingeben, natürlich wieder entweder am Smartphone oder auch gerne einfach direkt am PC. Kurze Antworten genügen, also Sie brauchen da jetzt nichts Langes eintippen. Und da sind wir gespannt, was da jetzt kommt. Da kommen auch schon die ersten Antworten. Ja, einerseits Infrastruktur, WLAN am Veranstaltungsort, kein Internet, kleiner Bildschirm, Kompetenzen der Lehrenden. Genau, Bildschirmgröße kommt da ein paar Mal, aktuelle Betriebssysteme, Sprachbarrieren, Zugang zu Hardware und Software, Datenschutzvorgaben, Datenschutzanforderungen, Internetzugang, auch das Selbstvertrauen im Umgang mit dem Gerät, die Verfügbarkeit, Ablenkung ist natürlich auch ein Thema. Genau, Lehrende, also da kann man echt, also oft auch der kleine Bildschirm ist natürlich eine Herausforderung beim Lernen mit dem Smartphone. Technikprobleme, Ablenkung. Genau, dann kommen eben auch die Barrieren durch Datenschutz in Organisationen, die Medienkompetenz der Teilnehmenden über Alltagswissen hinaus, die Bereitschaft der Lehrenden, sich etwas zu überlegen, kommt da noch. Dann noch die unterschiedlichen Marken, Betriebssysteme, Geschwindigkeiten, also dass da oft einfach kein gleichberechtigter Zugang ist. Konzentration der Teilnehmenden ist natürlich auch schwierig. Die Kombination vielleicht aus PC und Smartphone. Genau, die Lernenden kennen die Funktionen oft nur begrenzt. Akkulaufzeit kann auch ein Infrastrukturproblem sein. Genau, mobiles Datenvolumen ist teuer. Fehlende Apps, also Adminrechte können auch ein Thema sein. Fehlende Medienkompetenz vielleicht, Kompetenz auch bei Lehrenden. Also das Umdenken auf eine smartphone-freundliche Didaktik. Dann stellt jemand die Frage, ob das Lernen am Smartphone tatsächlich als Lernen wahrgenommen wird. Manchmal sind auch nicht alle Funktionen der Software nutzbar oder eben es gibt eine fehlende Bereitschaft, neue Profile anzulegen. Ja, und da haben sich schon 74 Personen, 75 beteiligt. Also vielen Dank. Wir werden diese Antworten natürlich dann auch sammeln im Nachgang und die auch noch einmal zur Verfügung stellen. Ja, jetzt würde ich gerne, also jetzt schaue ich zuerst noch mal, ob da im Chat vielleicht noch etwas gekommen ist. Genau, also da kommt noch die Meldung im Chat, nicht alle Tools funktionieren. Kann natürlich auch sein. Und jetzt würde ich so dieses Bild, das wir da jetzt einmal haben, gerne ans Podium einmal weitergeben. Also was für ein Bild entsteht da, wenn man das so sieht? Also die häufigsten Herausforderungen, spiegelt das wider, was in der Praxis dann auch so ist? Gibt es vielleicht etwas, das man noch ergänzen könnte? Wie ist da so der Eindruck? Ja, also ich habe jetzt da ein bisschen mitgelesen und auch ein bisschen mitgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch gekommen ist. Was mir jetzt noch eingefallen ist, ist Speicherplatz auf den Geräten. Also durch die vielen Kurse hat sich jetzt doch einiges angesammelt, auch bei den Teilnehmerinnen. Und die Handys platzen wirklich aus allen Nähten. Und wir müssen eben schon zu externen Kärtchen greifen und erklären, was die zum Kaufen gibt und so. Ja, eben Schriftgröße, eben das stimmt schon. Zum einen für die Frauen, die eben eine Sehschwäche haben oder für die Teilnehmenden, die eine Sehschwäche haben, kann man wirklich die Schriftgröße ziemlich vergrößern. Also so als kleiner Tipp, das habe ich eh schon erwähnt.
Und man kann einfach auch in einem Kurs, der mit Smartphone stattfindet, Übungen machen, die jetzt gar nichts mit dem Telefon zu tun haben unbedingt, wie diese Legekärtchen oder ich schreibe etwas in das Heft oder ich mache Fotos. Gut, hätte jetzt wieder was mit dem Smartphone zu tun, aber eben etwas, das auch ein bisschen Bewegung in das Ganze bringt und diese Statik ein bisschen vom Bildschirm auflöst. Und ja, also ich denke mal, was auch gekommen ist, ist eben so der Umgang mit dem Ganzen. Da auf jeden Fall, ich bin so froh, bei Daniela ist das so ein positiver Umgang mit dem und ich hätte nie Angst, etwas auszuprobieren. Und es gibt eben sehr viel Austausch und das ist auf jeden Fall eine gute Atmosphäre, das weiterzumachen und einfach zu probieren und einfach immer gespannt auf was Neues zu sein. Wobei ich auch sagen, man muss nicht alles Neue in einen Kurs reinpressen. Man kann einfach auch mit diesen Sachen arbeiten, die sich bewährt haben in einem Kurs. Und jo, war noch irgendwas? Genau, was mir noch eingefallen ist, was halt so eine Herausforderung war, dass halt ein Kurs etwas viel Lebendigeres ist, wenn er natürlich in Präsenz ist. Und mir und den Frauen diese Bewegungseinheiten auch ein bisschen abgegangen sind. Und das habe ich dann einfach, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe mal begonnen damit vor dem Bildschirm, das kam irgendwie nicht so gut. Da gibt es so eine Hemmschwelle, weil man sich eben selber sieht. Aber dann einfach Videos zu schicken und zu sagen, okay, Sie haben jetzt 15 Minuten Zeit, machen Sie das vielleicht, wenn Sie irgendwie Zeit haben oder einen Platz und Ort zu Hause. Genau, das waren jetzt nur so ein paar Sachen. Vielleicht mag noch wer ergänzen. Ja, also ich finde es sehr interessant, diese Sammlung, die du jetzt auf dem Bildschirm mitläuft. Wie ich es auch vorher schon erwähnt habe, was sicher die große Herausforderung ist, um das jetzt zu wiederholen, ist eben diese Bildschirmgröße. Interessant habe ich jetzt auch von der Daniela den Speicherplatz gefunden. Also das wäre mir jetzt zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Am Handy ist sicher auch eine große Herausforderung. Und bei uns war es eben auch jetzt das Display am Handy. Wir haben es probiert dann mit Zoom und auch mit Bildschirmteilen, aber wir kennen alle unsere Handygrößen, unsere Displaygrößen. Und wenn man da noch was teilt, das hat eigentlich letztendlich gar nicht funktioniert. Es hat schon funktioniert, also man konnte zumindest den Austausch pflegen. Und wir haben dann den Vorteil gehabt, wir hatten fürs Projekt oder wir haben fürs Projekt Laptops, die habe ich den Teilnehmerinnen in dem Fall während einer Phase, wo man sich treffen hat dürfen, bringen können. Und so haben sie, einerseits haben wir dann am Handy weitergetan, aber andererseits die Zoom-Meetings haben wir dann mit dem Laptop durchgeführt, was dann eigentlich eine große Erleichterung für die Teilnehmerinnen war. Ein anderer Teilnehmer hat dann mit dem eigenen Laptop, weil sie einfach gesagt haben, worauf ich hinaus will, dass das mit dem Display nicht funktioniert, weil es einfach viel zu klein ist. Und wenn wir jetzt selber irgendwelche Dokumente lesen am Handy, da fällt es uns ja auch auf, wie schwer und wie mühsam das manchmal ist. Aber was schon vielleicht von Vorteil war, was die Teilnehmerinnen in dem Fall rückgemeldet haben, dass sie quasi einerseits hat diese soziale Gefüge ein bisschen gefehlt im Kurs, wo man sich mit der Trainerin, mit den anderen Teilnehmenden austauscht. Auf der anderen Seite waren sie aber ein bisschen unabhängiger und sie konnten dann auch, was wir vorher schon kurz thematisiert haben, die Kinder oder die Familienmitglieder, die zu Hause sind, die konnten teilweise auch ja, Hilfe leisten, wenn die Aufgaben jetzt vielleicht zu anfordernd waren. Also es hat dann auch ein bisschen Unterstützung von Seiten der Kinder beziehungsweise auch vielleicht auch anderen Familienangehörigen gegeben. Ja, aber im Großen und Ganzen, was jetzt da am Bildschirm so mitläuft, was aus den Teilnehmenden jetzt kommt, das sind eigentlich ganz, ganz interessante Punkte. Und ja, also da bin ich auf alle Fälle dabei mit diesen Herausforderungen. Danke. Danke. Frau Koppel, wie sehen die Herausforderungen für Sie aus, beziehungsweise gibt es da vielleicht aus Ihren Befragungen noch Ergänzungen oder noch andere Dinge, die da gekommen sind? Nein, ich finde, also ich habe keine Ergänzungen, was die Herausforderungen betrifft. Ich finde, man sieht einfach jetzt an dieser Sammlung, wie vielfältig das ist. Also das heißt, wenn man eine Sache vielleicht unterstützt, fördert, dann heißt das nicht, dass es sofort funktioniert, weil es gibt noch 100 andere Sachen, die man gegebenenfalls mit berücksichtigen müsste.
Und ich finde das einfach, dadurch wird die Komplexität deutlich. Und was ich vielleicht noch so zur Systematisierung ergänzen könnte, wir versuchen ja immer alles in der Wissenschaft zu ordnen und zu kategorisieren. Wir nutzen eigentlich meistens, wenn wir versuchen, da so eine Systematik reinzubringen, so ein Ebenenmodell und gucken, okay, was passiert auf individueller Ebene, was auf der Ebene des Kurses, was auf infrastruktureller Ebene und was gegebenenfalls auf der institutionellen Ebene. Das ist manchmal ganz hilfreich, vielleicht auch für sich selbst, wenn man jetzt selbst einen Kurs gestaltet, zu überlegen, okay, habe ich jetzt berücksichtigt, wo stehen eigentlich die Teilnehmenden, wie ist es mit der Technik, wie ist es, also manchmal kann das dann helfen. Aber also aus meinen Erfahrungen heraus kann ich dahingehend nicht viel ergänzen. Vielleicht noch eine Sache aus einer qualitativen Befragung. Wir haben Kursleitende interviewt, dann während des Lockdowns, um zu gucken, jetzt erstmal ad hoc, wie gehen die eigentlich damit um? Und da haben wir festgestellt, da gibt es verschiedene Strategien, also jetzt nicht, also Strategien, sagen wir mal, Muster, vielleicht kann man es so eher sagen, Muster. Und da gibt es halt diejenigen, die da sehr progressiv, offensiv mit umgehen und sagen, okay, ich probiere es einfach aus, ich mache. Dann gibt es diejenigen, die versuchen, was ja auch Sinn macht, also sagen dann, okay, ich versuche jetzt wirklich das Altbewährte zu nutzen. Das kann auch sein, dass man Arbeitsblätter verteilt, was natürlich auf Dauer dann auch, man braucht natürlich einen Medienwechsel, aber das ist, kann auch sinnvoll sein, also die dann eher so ein bisschen bewahrend reagieren. Also da gibt es unterschiedliche so Typen, kann man fast sagen. Und da ist natürlich für die Professionalisierung auch natürlich eine interessante Frage, wie geht man denn damit eigentlich um? Also wie kann man denn auch vielleicht diejenigen erreichen, die jetzt nicht sofort sagen, ich bringe es mir selber bei und ich gebe das an meine Kursteilnehmer weiter. Ich stimme da, Frau Zwierschnitz sagte das, glaube ich, vollkommen zu. Man muss nicht immer alles sofort in den Kurs hineintragen. Darum geht es nicht. Es geht natürlich schon um so eine Abwägung, ist es sinnvoll oder nicht. Aber da sehe ich schon auch noch eine Herausforderung zu gucken, wie können wir das denn jetzt eigentlich in der Professionalisierung verankern, zumal wir ja auch wissen, Sie das wissen, Sie haben recht unterschiedliche Wege, die dazu führten, dass Sie jetzt in diesen Kursen aktiv sind. Das heißt, es gibt jetzt nicht so eine Art Zertifikat, was für alle gilt und dann darf man in Kurse gehen, was ja auch, finde ich, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber das macht es natürlich schwierig, auch da zu gucken, wie geht man eigentlich damit um. Ja, danke schön. Ich sehe jetzt, dass wir eine Wortmeldung von Julia Kocke haben. Bitte. Ja, nur ganz kurz. Ich bin zwar jetzt nicht in der Basisbildung tätig, aber zu dem Thema Arbeitsblätter. Also ich habe immer zu jeder, ich mache Stimmtraining und da gibt es dann zu jeder Übung ein Handout, also ein Blatt Papier, was man dann runterlädt. Und ich habe jetzt festgestellt, vielleicht wäre es viel besser als Audio. Also, dass sie das dann quasi gleich machen können, weil ich weiß, gerade wenn es so Entspannungssachen oder Stimmsachen sind, wo sie sich hinlegen und so, dann nehmen die dieses Papier nicht. Also man muss, glaube ich, auch wirklich, oder man kann es auch als Chance sehen, ja, neu zu denken, also wie man das, was man hat, den Leuten auch wirklich besser mitgeben kann. Also es fiel mir jetzt gerade ein, wo sie Arbeitsblätter gesagt haben. Ja, super. Dankeschön auch für diese Ergänzung. Und das bringt mich schon zu meinem nächsten Punkt. Also so dieser Blick weg von den Herausforderungen hin zu den Lösungen. Und da hätten wir jetzt wieder eine Umfrage vorbereitet. Also da geht es jetzt wirklich um das, was sich für Sie bewährt hat. Das spricht natürlich vor allem jene an, die jetzt wirklich schon mit dem Smartphone arbeiten, beziehungsweise auch in der Basisbildung tätig sind. Aber auch wenn Sie das nicht sind, vielleicht fällt Ihnen ja trotzdem etwas ein, was Sie uns mitteilen möchten. Wir würden nämlich gerne eine kleine Sammlung machen. Welche Methoden, Technologien oder Apps Sie denn zum mobilen Lernen nützlich finden? Also da können Sie alles hineinschreiben, was jetzt vielleicht also vom Arbeitsblatt angefangen hin zu spannenden Tools oder Apps, die Sie vielleicht einsetzen. Bitte einfach kurz eintippen und idealerweise entsteht dann eine Wortwolke. Das dauert vielleicht ein bisschen, bis da die ersten etwas eingeben. Genau, und da kommt schon Zoom als erste große Meldung. InShot, Kahoot, Mentimeter, ebenso wie heute, Videos, Messenger-Apps, Wordwall, Abstimmungen generell, Padlet, Miro, Learning Snacks.
Also viele Tools sind da dabei. Walk and Talk mit Telefon als Methode. Also ich verstehe das so, dass man da vielleicht beim Telefonieren oder beim Arbeiten am Smartphone auch geht. Breakout-Räume in einer Videokonferenzsoftware, Foto-Apps, also da gibt es wirklich viel. Auch diese Sammlung werden wir gerne im Nachhinein dann speichern. Answergarden sehe ich jetzt da auch. Verschiedene Smartphone-Apps, vorgefertigte Videos, Lernplattformen, Fotos verschicken, vielleicht auch Tutorials, YouTube natürlich als große Lernplattform. Colorboard, Grammatikvideos, als Methode auch Online-Warm-Ups, QR-Codes, Instant Messaging, andere Umfragen, vielleicht auch Spracheingabe, Flinger, ebenfalls eine App bzw. ein Programm, Skype, Moodle. Ja, also eine richtig umfangreiche Sammlung, die da zustande kommt. Und es wird immer noch mehr. Also vielen Dank an alle, die sich da auch beteiligt haben. Also man sieht, glaube ich, wirklich, dass es einiges da an Methoden, aber auch an Tools und Apps gibt, die man da wirklich einsetzen kann. Und wer sich noch nicht im EBMOOC Fokus das Video zum mobilen Lernen angesehen hat, ist hiermit noch einmal herzlich eingeladen, sich das anzusehen. Da beschreibt eben Daniela Zwierschitz auch, wie eben so ein mobiles Lernformat, also wirklich als Format aussehen kann. Das vielleicht an dieser Stelle. Gut, ich stoppe jetzt an dieser Stelle einmal kurz meinen Bildschirm, sobald da eben sich diese Wortwolke nicht mehr bewegt. So, wir sind nämlich schon kurz vor Ende sozusagen und ich würde gern auf ein Thema vielleicht noch eingehen, bevor wir dann schön langsam in den Abschluss kommen. Und das ist die strukturelle Ebene. Also ich würde gern noch die Frage in den Raum stellen, was braucht es denn auf struktureller Ebene, damit Lernen mit dem Smartphone funktioniert? Und da würde ich gern gleich am Anfang Ilka Koppel fragen, nachdem ich weiß, dass es da in der Studie, glaube ich, auch die strukturelle Ebene des Themas war. Also was sind Ihrer Meinung nach da Herausforderungen bzw. Voraussetzungen, damit Lernen mit dem Smartphone funktioniert? Also da fällt mir jetzt schwer, was zu ergänzen zu dem, was jetzt schon alles genannt wurde. Was noch nicht genannt wurde, ist die Flexibilität. Und zwar, was wir immer wieder festgestellt haben in Gesprächen, ist, dass Kursleitungen an Grenzen gestoßen sind, weil zum Beispiel Teilnehmer mit ihrem Smartphone nicht ins Internet kamen oder nur an einem bestimmten Ort das WLAN zur Verfügung stand, der Raum aber, wo es stärker ist, besetzt war. Also solche Dinge, dass so die Flexibilität des Einsatzes manchmal eine große Herausforderung ist. Es gibt in einigen Institutionen, zeigt auch unsere Umfrage, eigentlich fast alle Institutionen bieten Zugang zum Computer, zum PC, aber das sind oftmals dann fest installierte Plätze. Das heißt, es gibt eine feste Anzahl an Personen, die dann da darauf zugreifen können, die das nutzen können. Aber man kann nicht mal eben irgendwie also ideal wäre ja, wenn jegliche Institution vielleicht Tablets zur Verfügung hätten, dann hätte man auch das mit dem größeren Bildschirm das Potenzial oder den Vorteil, wobei das natürlich auch dann nur institutionell angebunden geht und jetzt nicht während zur Zeit des Lockdowns, das ist natürlich auch die Schwierigkeit. Aber das ist etwas, was ich noch da hinzufügen kann und was vielleicht dann auch gleichzeitig so eine Art Gelingensbedingung sein kann, dass eben so eine Flexibilität besteht und auch die Kursleitungen ein Auge darauf haben, inwieweit nutzen sie Programme, Anwendungen, die verschiedene Betriebssysteme von verschiedenen Betriebssystemen unterstützt werden und auch vor allen Dingen von älteren Betriebssystemen unterstützt werden. Das ist manchmal auch so etwas, was wir festgestellt haben, dass dann eine Anwendung
jetzt vielleicht noch vor nicht so langer Zeit entwickelt wurde und ältere Betriebssysteme von den, also ich meine Betriebssysteme von Smartphones, das eben nicht mehr verarbeiten konnten. Und das ist natürlich auch dann ein Problem. Also ich würde jetzt einfach nochmal dieses Stichwort Flexibilität in den Raum geben. Ja, danke schön. Frau Lasser und Daniela, wie sehen denn da die Ergänzungen oder gibt es vielleicht da noch Ergänzungen? Ja, bei mir ist es eigentlich auch dieser große Punkt, der Zeitfaktor, also einfach die zeitlichen Ressourcen, die teilweise nicht gegeben sind, teilweise schon gegeben sind, das ist halt oft, also gerade zu Beginn des ersten Lockdowns war es für viele Trainerinnen, oder ich kann jetzt nur für mich reden, natürlich eine Herausforderung auch, die Basis und die Balance zu finden. Erstens einmal, was biete ich den Teilnehmenden an und was ist für die Person A, für die Person B, für Person C und so weiter das Richtige, weil ich mich ja selber erst einmal damit auseinandersetzen müssen. Auch wenn wir jetzt im Vorfeld in der Präsenz, im Präsenzunterricht schon mit Learning-Apps gearbeitet haben, und das war einfach dieser Zeitfaktor, der zunächst einmal eine große Rolle gespielt hat, eben auf der strukturellen Ebene. Und was vielleicht, also mittlerweile nach anderthalb Jahren Covid sind wir vielleicht schon einiges gewohnt im Umgang mit den digitalen Ressourcen, aber gewisse Weiterbildungen sind wahrscheinlich auch immer wieder notwendig, vor allem auch Auffrischungen. Bei der letzten Wortwolke, da waren jetzt doch wieder, ich kenne einige Tools natürlich oder Apps, aber es waren für mich jetzt wieder neue Sachen dabei. Also das habe ich auch sehr interessant gefunden, dass es da doch noch so viel gibt, was auch für mich unbekannt ist, wo ich jetzt dann auch wieder eigentlich schauen muss, dass ich wieder Update mache, mehr oder weniger, was es alles gibt an Möglichkeiten, wie man mit dem Smartphone lernen kann. Und was vielleicht auch auf struktureller Ebene oft vielleicht etwas problematischer ist, einfach das technische Equipment von Seiten der Trainerinnen. Also manche Trainerinnen sind ja eher also noch Rahkräfte tätig und haben jetzt kein Diensttelefon. Und dann ist halt auch die Frage, wird es dann vielleicht zukünftig eher von den Institutionen, für die man dann tätig ist, auch zur Verfügung gestellt. Das sind halt so die Sachen, die mir jetzt auf der strukturellen Ebene eingefallen sind, die ich vielleicht noch ergänzen mag. Ja, danke. Dankeschön. Ja, genau. Da schließe ich mich an, Frau Lasser, auf jeden Fall. Also wir haben auch Dienstgeräte und jetzt im Chat habe ich auch noch gerade gelesen, quasi Zeitfaktor, dass es dann auch wirklich irgendwann mal Schluss ist mit der Erreichbarkeit. Dass man sich da eben selbst auf die Grenze setzt, wenn sie nicht schon von der Geschäftsführung oder von jemandem kommt und sagt, okay, nein, ich lasse mein Diensthandy am Freitag zu Hause und nehme es am Wochenende nicht mit. Einfach, um sich auch selbst zu schützen. Ich weiß, das war in den Lockdowns nicht so möglich, aber wenn die Möglichkeit besteht, dann auf jeden Fall so. Ja, vielen Dank. Ich sehe, dass Frau Roth-Junkermann sich noch einmal zu Wort melden möchte. Bitte, gerne, wir freuen uns. Nur ganz kurz, man lernt ja im Laufe der Zeit. Für mich war das eigentlich so ein Experiment mit meinen Alpha-Leuten, aber ich habe gemerkt, dass wir im richtigen Unterricht, im Präsenzunterricht, viel so mit allen Sinnen arbeiten, über Bewegung, aber auch haptisch. Teilweise kneten wir am Anfang Buchstaben, wir bewegen uns dazu. Wir arbeiten mit Materialien und das fiel natürlich zunächst ganz weg. Wir sind dann dazu übergegangen und haben tatsächlich unseren Kursteilnehmern Umschläge gemacht und denen Materialien geschickt, Wortkärtchen, alle möglichen Dinge, mit denen sie arbeiten können. Das haben sie dann vor der Kamera gemacht. Aber ich muss jetzt schon sagen, bei mir, ich sehe das unter einem anderen Aspekt, weil ich einfach das auch erkunden will, wie es klappt. Ich finde, das klappte sehr gut, aber es erforderte sehr viel Vorbereitung. Ne? Also dann konnte ich sagen, die und die Redemittel findet ihr auf der blauen Karte, haltet sie hoch oder auf diesem oder jenem oder spielt mit den Wörtern und das möchte ich auch gerne sehen und zeigt es. Aber sie brauchten ja die Materialien und das hieß, wir haben das vorbereitet richtig und den per Post geschickt. Ich muss sagen, das ist schon für Sie, wenn Sie ganz viele Stunden haben und ganz viele Kurse haben, fast nicht zu handeln. Aber wenn man zwei Kurse hat, also viermal in der Woche, vier Stunden oder fünf Stunden, dann ist das eine andere Sache. Nichtsdestotrotz hat das natürlich
auch noch zum Lernerfolg geholfen. Aber es ist eine Herausforderung. Also über die Technik hinaus. Die Technik klappte erstaunlicherweise besser als gedacht. Also was Ihre Erfahrung jetzt auch nochmal bestätigt und was eben vorher auch schon gekommen ist, ist einfach sozusagen das Persönliche, also die Zeit, die man irgendwie als Lehrender da vielleicht auch verbringt, dass das natürlich schon auch eine Herausforderung sein kann und schon auch wichtig ist, vor allem auf struktureller Ebene zu berücksichtigen, dass das eben einfach, also die Vorbereitung auch Zeit kostet und dass natürlich auch die Kommunikation Zeit kostet. Genau. Ja, vielen Dank auch dafür. Stichwort Zeit. Ich schaue auf die Uhr und sehe, es ist schon 6:10. Das bedeutet, dass wir unsere Diskussion an der Stelle jetzt dann abrunden werden. Und ich würde gern noch eine kurze Schlussrunde eben machen. Wir haben jetzt eben viel über Distance Learning gesprochen, über das Smartphone, wie man eben in dieser Zeit des Corona-Lockdowns eben das Smartphone eingesetzt haben, was da die Herausforderungen waren, was da vielleicht auch die Lösungsansätze dafür waren. Mich würde jetzt noch einmal der Blick in die Zukunft ganz stark interessieren. Also an unsere drei Podiumsteilnehmerinnen, wie glauben Sie, wie glaubt ihr, wird es in der Zukunft weitergehen mit dem Einsatz des Smartphones? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir schauen auf eine Zeit nach Corona, Lockdowns sind vielleicht für uns kein Thema mehr. Das werden wir erst wissen, wie realistisch das Szenario ist. Wie sieht so ein Szenario aus, wenn man jetzt auf das Lernen mit dem Smartphone eingeht? Dann fange ich mal an. Ja, ich würde sagen, da die Basisbildung einfach auch diesen partizipativen Ansatz hat und der ist einfach nur möglich, wenn man auch bei den digitalen Kompetenzen irgendwie dabei bleibt und das mitnimmt in die Basisbildung, würde ich sagen, auf jeden Fall ist das Smartphone auch in der Zukunft Teil der Basisbildung. Es war bei Dana Ida schon vor Jahren, also wir haben Projekte, schon, weiß ich nicht, 2016, 17 hatten wir, wo zwei Online-Module mit Smartphone eben, also zwei Wochenstunden eigentlich dann zusätzlich waren. Und ich denke mal auf jeden Fall, wir haben es jetzt in der Pandemie auch gesehen, wie alles digital geworden sind. Die Frauen kommen zu mir, Geburtsdatum eingeben und so. Also es ist etwas, das können wir nicht einfach ignorieren. Also dass es das gibt und dass die Welt einfach irgendwie auch immer digitaler wird und deswegen nicht nur als zum Lernen, sondern einfach auch der Umgang damit und was damit alles passiert oder gemacht werden kann, sollte auf jeden Fall Teil bleiben, auch in Zukunft. Wenn ich mich vielleicht der Frau Zwierschitz anschließen darf, ich sehe das gleich, man kann das Smartphone sicher nicht mehr wegdenken aus der Basisbildung oder vielleicht schon wegdenken. Es macht für mich nur den einen Unterschied, lernen wir jetzt im Distance Learning mit dem Smartphone oder lernen wir in der Präsenz mit dem Smartphone. Und das eine ist gut, das andere ist gut. Was mir aber resümierend für unsere Kurse aufgefallen ist, wo doch zwei Lockdowns waren, die Teilnehmenden haben schon sehr gern mit dem Smartphone getan, aber letztendlich sind sie gern im Kurs und können direkt Fragen stellen, können direkt ins sozialen Austausch mit der Trainerin, mit den Teilnehmenden untereinander pflegen. Aber so wie wir es ja in unserem Projekt Basisbildung Neu Denken praktiziert haben, von Anfang an war das Handy mit dabei und das wird es sicher in weiterer Folge noch einen hohen Stellenwert haben. Ja, danke. Ja, ich würde auch sagen, also bezwungenermaßen sind auch die Hemmschwellen jetzt ein bisschen gesunken, das Smartphone einzusetzen. Und ich gehe auch davon aus, dass das Smartphone ein viel selbstverständlicherer Teil sein wird, ein viel selbstverständlicheres Medium sein wird. Und was vielleicht so ein sehr positiver auch Nebeneffekt der Pandemie jetzt ist, dass wir damit auch ein bisschen stärker bei der Lebensweltorientierung angekommen sind. Also Lebensweltorientierung fiel mir jetzt auch nochmal als Schlagwort ein, so, was wir auch immer wieder versuchen, in der Wissenschaft zu gucken, was ist das eigentlich, wie kann man das etablieren und sie als Kursleitende natürlich auch zu gucken, wie können wir denn die Teilnehmenden dafür auch, also einerseits deren Lebenswelt mit einbinden, was natürlich auch zu so einer Motivationssteigerung führt. Und ich erhoffe mir, dass, und ich kann mir auch vorstellen, dass das passiert, dass ich komme jetzt nochmal auf den Begriff vom Anfang zurück, dass so diese Genuss,
Fähigkeit, der Genuss nochmal jetzt auch gesteigert werden kann, also dass es mehr Spaß macht, auch mit dem Smartphone zu arbeiten. Und das soll jetzt nicht abwertend klingen, sondern Spaß ist ja auch ein ganz elementarer Teil. Es muss jetzt nicht immer die Animation und das Feuerwerk sein, aber zumindest muss ich ein angenehmes Gefühl damit verbinden, wenn ich das Smartphone einsetze. Und ich glaube, da ist schon ganz viel passiert bei Lehrenden und auch bei Lernenden. Und da stelle ich mir vor, dass das in der Zukunft auch ein viel selbstverständlicheres Gefühl sein wird, mit dem wir dann da aktiv sind. Ja, vielen Dank für diese Schlussrunde. Das heißt, wir enden sozusagen mit dieser positiven Vision des guten Gefühls, wenn man das Smartphone nicht nur jetzt in der Freizeit, sondern vor allem zum Lernen einsetzt. Ich möchte jetzt noch einmal auf ein paar organisatorische Dinge eingehen am Ende dieses Digitalks. Dazu gebe ich noch einmal meinen Bildschirm frei. Zum einen zur Teilnahmebestätigung. Wir haben es am Anfang schon angesprochen. Wenn Sie für diese Live-Teilnahme heute eine Teilnahmebestätigung brauchen, also das betrifft bitte nicht das eBMUG-Zertifikat, dann finden Sie hier den Link. Sie finden den gleich auch im Chat. Den können Sie anklicken und dort bitte Ihren Namen eingeben und dann erhalten Sie in den nächsten Tagen von uns die Teilnahmebestätigung zugeschickt. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie das Online-Feedback ausfüllen. Da kriegen Sie auch gleich einen Link in den Chat gestellt. Bitte dort uns einfach gern wissen lassen, wie es Ihnen gefallen hat, was Sie für Anregungen für uns haben und eben auch einfach diesen kurzen Online-Fragebogen ausfüllen. Vielen Dank schon einmal. Die Aufzeichnung zu diesem Digitalk finden Sie wieder in wenigen Tagen unter erwachsenenbildung.at und dort in der Rubrik DigiProf unter Neuigkeiten und natürlich auch im eBMUG Fokus. Ich möchte jetzt auch alle heute Anwesenden ganz herzlich einladen zu unserem nächsten Webinar, das in Form eines Mini-Barcamps stattfinden wird am 18.10., also nächsten Montag. Da geht es um das Weiterlernen in der digitalen Erwachsenenbildung und bei einem Barcamp kann man ja selbst Themen einbringen und diese dann dort in einer Session diskutieren. Also es wird der Austausch ganz stark im Vordergrund stehen und wir freuen uns natürlich über alle, die eine Session anbieten möchten bei unserem Barcamp. Am 19.10. gibt es dann einen Web-Talk zum Thema kritische Medienkompetenz mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der Online-Redaktion von Erwachsenenbildung.at, also gleich einen Tag drauf, nächsten Dienstag. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben. Der Link kommt jetzt dann ebenfalls noch einmal in den Chat. Ich möchte mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Ilka Koppel, Elisabeth Lasser und Daniela Zwierschitz für die heutige Diskussion, sowie natürlich auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die heute dabei waren und so fleißig sich beteiligt haben. Auch einmal ein ganz herzlicher Dank an meine Kolleginnen Birgit Aschemann und Martina Linsberger, sowie natürlich an alle fürs Dabeisein. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Thank you.